Hallo meine Lieben, willkommen zu Project Hospital, wieder zurück mit mir, eurem lieben Cigaro. Danke fürs Einschalten. Das ist schon mal das Erste, was wieder gesagt werden muss. Und ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Besser als den Patienten unten. Besser als unseren kranken Patienten, die in unser Hospital kommen. Wir haben das letzte Mal hier einiges eingerichtet. Den Aufenthaltsraum, Putzraum, Mini-Toilette für die Belegschaft, sowie eine kleine Küche, was ich recht cool finde als Idee. Der Fahrstuhl, ein Wartebereich, eine Toilette für die Gäste. Groß genug, finde ich, für den Bereich hier. Und der Röntgenbereich. Hier oben ist dann die Surgery-Abteilung. Das heißt, wir haben hier eine... Wir haben hier die... Rezeption. Und hier den Wartebereich. Der Wartebereich ist anfänglich klein, kann aber auch erweitert werden. Das ist nicht das Problem. So. Hier kann schlussendlich sich alles besorgt werden. Hier ist ein Wasserspender. Und wir haben sogar so eine Vending Machine im Wartebereich. Dann kommt eine Pflanze in die Ecke. Wir haben eine Tür, und zwar brauchen wir eine Glastür mit weißer Farbe hierhin. Es gibt Lamellen im Inneren. Dann auf der Seite hier hinten gibt es noch eine Toilette. Eine Toilettenwand. Für die Toilette eben in diesem Bereich. Da kommt drei rein. Falls ihr gerade zum Rauschen gehört habt, was ich nicht weiß, dann war das mein Mischpult, welches ich verwende. Das hat mich gerade etwas verwundert. Das liegt daran, dass dieses Mischpult gerade etwas in die Jahre kommt, habe ich das Gefühl, und mich doch ein bisschen ärgert. Da muss ich eventuell bald nachbessern. Gut, die Toilette reicht so, finde ich, erstmal für diesen Bereich. Wenn wir das erweitern müssen, okay, dann kein Problem. Wir haben hier noch sehr viele Bereiche übrig. So, und jetzt geht's in den... Das ist, glaube ich, der General Surgery Office und Stab Lab. Das General Surgery Office ist sozusagen wie die Entscheidung des Arztes, was mit der Person dann passiert. Das heißt, einerseits brauchen wir dann einen normalen Schreibtisch. Das ist dieser Office Desk. Person kommt rein, hier hinten. Ist das dann, dort kommt ein Stuhl rein und ein Wartestuhl vor der Person. Wir haben einen Computer. Anders geht das nicht. Dann einen Drucker, auch ganz wichtig. So. Wenn die Person untersucht wird, wir müssen jetzt wieder auch hier müssen wir schnelle Wege bauen. Person kommt hier rein. Wird hier direkt überprüft. Dann gibt es hier Biohazard Müll. Das ist die Lampe zum Beleuchten der Person. Dann gibt es für... Die Gegenstände auch hier, diesen Schrank, hier kommt das Teil rauf, da brauchen wir dann, können wir durch ein Audiometer raufstellen, erstmal brauchen wir den Scan, auch hier ein Sehtest, jetzt brauchen wir nur noch das Audiometer. Desinfektion. Equipment Table.
kann hier gerade nicht benutzt werden. Da könnte es, wofür könnte es verwendet werden? Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Braucht dieses Audiometer, um zu funktionieren? Stühle? Jetzt geht's. Ah, seitlich braucht es das. Okay. Können das sicher ein bisschen umstellen. So, besser. Okay. Und hier kommt jetzt das Lab. Das Lab werden wir ähnlich wie unten bauen. Das heißt, es hat einen abgetrennten Bereich mit Schreibtisch, Stuhl dahinter. So. Auch hier kommt der Computer ran. So, alles eng, ja, natürlich, aber das nehmen wir so hin. Okay. Der Betrieb kommt gleich. Wir brauchen kurz Boden. Diesen hellblauen Bodenbelag. Ist der hier? Kann sich auch ruhig bis hier reinziehen. Der Wartebereich unten hat auch die Farbe. Ja. So. Leute einstellen. Ganz vergessen. So, die gute Frau und eine Laborantin. Hier werde ich entweder ein zweites Büro oder einen Operationsraum reinbauen,
Dann kann hier oben die OP durchgeführt werden. Wir können es halt immer erweitern in diese Richtung dann. Das ist eigentlich recht cool gemacht so. Gehen wir mal runter. Und sehen jetzt, wie dreckig der Boden ist. Es wurde ja gesagt, ich habe ja auch gelesen von einigen von euch so, ja, hier, das hast du gut gelöst, das hast du gut gelöst. Hier oben war die Begeisterung erst nicht so. Nur damit ihr es versteht, die Leute sind ja hier unten. Die gehen hier rein, fahren direkt hoch. Das ist so im mittleren Teil, das ist ja noch sehr groß alles. So plane ich das jetzt. Wenn die dann hier hochfahren, das hier ist alles für die Mitarbeiter, das interessiert nicht. Die kommen dann hier hoch und gehen im Grunde durch diese Tür. Durch diese Tür kommen sie dann zur General Surgery, zum Empfang. Hier ist gleich der Warteraum. Die Mitarbeiter gehen in den Warteraum, um hier reinzukommen, gehen hier auch in den Pausenraum. Das heißt, die gehen hier halt durch, das nutze ich. Haben hier hinten ihre eigene Toilette. Das muss ich noch im Bereich. Restricted Area for All Patients ist dieser hier zum Beispiel. Das hier ist Staff Only Area. Aber wir können ja auch einfach Staff Only Area machen aus dem. So, ja. So, lassen wir das. Hier steht jetzt alles. Ist gut. Das hier unten ist die Radiologie, das interessiert nicht. Genau, so haben wir das hier aufgeteilt. Das heißt, die Leute können hier auf Klo gehen, da nicht. Die Patienten können hier auf Toilette gehen. Mitarbeiter werden da 100 Pro auch manchmal auf Klo gehen. Und hier unten ist dann halt, dann gehen die hier raus im Wartezimmer und gehen hier direkt Labor und Untersuchung. Oh! Ein Employee got drunk last night. Employee got drunk last night. Won't feel too good today. Oh, da hat sich einer betrunken. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Wer war das denn? Ja, weiß ich ja. Der arbeitet hier unten. Emergency. Ja, sehr, sehr, sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Ja, wir warten jetzt mal ganz kurz bis 6 Uhr. Das ist ja blöd. Mal gucken, ob das sich jetzt auswirkt auf sein Können. Ob er dadurch jetzt auch Fehler macht oder die ganze Zeit kommt die Nachricht Diagnoseproblem, Diagnose. Das kann natürlich sein, dass er dadurch jetzt der so überhaupt nicht diagnostizieren kann. Wusste gar nicht, dass das eines seiner negativen Eigenschaften ist. Aber hier oben ist das Zeichen, ne? Das ist ein Bier, glaube ich. Ist das ein Bier? Jo, er ist ein Alkoholiker. Das habe ich nicht gesehen. Hab auch nicht gedacht, dass das so einen Impact hat. Okay. So, die Rezeption ist besetzt. Putzkraft sollte kommen und loslegen. Vielleicht stelle ich noch über Nacht, also für eine Nachtschicht Putzkraft ein. Und hier oben auch die Rezeption bereits besetzt. So, jetzt schauen wir mal, ob die ersten Patienten, wenn sie kommen, dann auch direkt auch teilweise hochgehen. Das sind die Putzleute. Hier wird bedient, unser Saufkopf bedient gerade. Schon da hoch? Na? Ja, sie geht hoch. Und da folgt gleich noch jemand. Schön, sie mal gucken, ob sie sich anmeldet. Da kommen beide. Los geht's. Geht auch direkt ins Wartezimmer. Wird auch direkt reingerufen. Hier unten wird gerade jemand geröntgt. Ja, super. So habe ich mir so vorgestellt im Ablauf. Ich bin gespannt, ob das Labor auch vernünftig arbeiten kann. Sie wird physisch untersucht. Dann wird eine kleine Blood Draw, also ein Bluttest gemacht. Die Entfernung hier ist auch okay, finde ich.
soll sie noch mal warten. Während der Bluttest gemacht wird, Labor wartet, bekommt die Sachen. Unsere Laborantin legt los, testet das Blut hier, mischt es, wartet, was passiert, geht wieder ins Büro, legt los, geht zurück. Test läuft. Noch eine Dame. Hier wurde Stuhlanalyse durchgeführt. Okay. Das funktioniert also hier unten. Radiologie hat auch funktioniert. Hier ist gut was los. Alles klar. Der Betrieb läuft. Das hat die gute Dame. Ah ja. Das ist die Chickenbox. Das ist Gürtelrose. Windpocken im Volksmund. Für Kinder sind es die Windpocken, für Ältere ist die Gürtelrose. Im Alter gar nicht ungefährlich. Wir beschleunigen jetzt hier unten mal ein bisschen die Diagnosen. Oh, hier ist keine klare Diagnose. Trotz X-Ray, was war das Ergebnis? Höhere Wahrscheinlichkeit liegt beim Golfer-Ellbogen. Bei den Finanzen sind wir im Plus. Oh, wir können jetzt das hier unten bedienen, also auswählen, weil wir das hier endlich abgeschlossen haben für Shippo-Care. Ist alles super. 20 Patienten, mal gucken, ob wir das heute schaffen für 20.000. Und das hier unten wären dann nochmal mehr Leute. 80% der Leute sollen wir an einem Tag abfrühstücken, damit wir die Hospitalization freischalten können. Hospitalization, wenn die freigeschaltet ist, können wir oben auch OPs durchführen. Dafür brauchen wir dann auch OP-Räume. Gucken wir mal ganz kurz, sind hier noch Leute im Wartezimmer? Wie läuft das hier oben eigentlich? Ja, also alles abgearbeitet. Sehr gut. Hier oben ist gerade keiner mehr bei der General Surgery, beim General Surgery Department. Aber hier unten ist Hochbetrieb bei Emergency. Das heißt, Hospitalization im Emergency-Bereich wäre natürlich klasse. Das können wir auch platzmäßig super stemmen. Wir brauchen vor allem, weil wir hier so viel Platz jetzt hier unten haben. Das ist für Hospitalization super. Das wäre dann hier hinten links. Also es geht dann hier auch ganz rum. Wir können auch gucken, ob wir dann im späteren Verlauf vielleicht dann irgendwie mit der Notaufnahme noch weitermachen, dass das dann auch noch funktioniert. Der Parkplatz, gut, okay, der wird so nicht verwendet. Das ist noch nicht implementiert. Ich hoffe auf Fahrzeuge bald. Das wäre schön. Dann bräuchte man aber noch mehr Platz. Vielleicht hier einen Parkplatz, dass die hier dann rüberlaufen. Das wäre cool. Und unser Besowski hier hat aber bis jetzt schon richtig viele Leute bedient. Das sieht eigentlich alles recht gut aus. Der hat sich auch schon festgelegt. Müssen wir nicht mehr so viel überprüfen, das reicht schon.
15 Patienten, es ist 3. Und wir sind aufgelevelt. Sehr schön. Das Leveln kann ich jetzt nur nicht beeinflussen. Also ich könnte jetzt nicht die Eigenschaften auswählen. Oder? Nee, ich könnte höchstens zum Favoriten hinzufügen. Favorite. My favorite. Mache ich aber nicht. Und weiter. So, ich werde jetzt eine Nachtschicht einstellen. Und zwar eine Putzkraft der Nachtschicht. Das machen wir nochmal kurz. Night. Emergency. Wieso nicht? Wieso nicht? Hä? Wieso kann ich euch nicht einstellen? Wegen Geld? Das wird ja wohl nicht sein. Dann machen wir das jetzt nämlich anders. Hä? Moment. Kosten 2500. Ha, komisch. Woran liegt das? Ich kann hier jetzt auch nichts mehr ändern. Wenn ich die jetzt auf Nacht stelle und tagsüber, ha, geht auch nicht mehr. Okay, dann machen wir es anders. Hier oben bei der Radiologie, den Herrn, weise ich jetzt einem anderen Department zu. Missing Staff, ja, ich kann es aber gerade nicht auswählen. Warum? Ach Mensch, erstmal laufen lassen. Okay. Das geht so leicht nicht. Okay. Missing Equipment, das steht doch drin. Ah, das ist ein kleiner Fehler gerade. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ist nicht so schlimm. Wenn es jetzt nicht geht in der Nachtschicht, dass ich da jemanden einstelle, dann ist es nun mal so. Was aber ein bisschen seltsam ist. Lag es auch daran, dass Missing Equipment deshalb... Vor allem, wo ist die Putzkraft? Wieso ist da niemand mehr? Weshalb? Kann ich mein Staff nicht anzeigen lassen? Komplett? Hier? Staff, 3. 3 Putzkräfte. Okay, das schauen wir uns jetzt am nächsten Tag mal an. Bis der anbricht... verabschiede ich mich bei euch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Das war jetzt Siegerum mit Project Hospital in der Beta noch. Beta wohlgemerkt. Ciao.